In diesem Video erkläre ich dir Regel Nummer 1 in der Musikproduktion und wir starten genau jetzt. Hi, ich bin Martin. Wenn du neu auf diesem Kanal bist, hier lernst du, wie du von zu Hause aus bessere Musikproduktion machen kannst. Wenn dich das interessiert, dann hau jetzt den Abonnieren-Button rein und drück auf jeden Fall auf die Glocke, damit du kein Video mehr verpasst. Die Regel Nummer 1 in der Musikproduktion lautet: Limitiere deine Optionen. Oder in anderen Worten, beschränke deine Möglichkeiten. Jetzt denkst du dir vielleicht, hat der Typ noch alle Latten am Zaun? Wieso soll ich meine Möglichkeiten einschränken? Ich will es dir erklären. Lass uns mal 25 Jahre zurückgehen. Wenn ich damals mit meiner Teenie-Band irgendwie ein Demo aufnehmen wollte, dann war alles, was wir zur Verfügung hatten, 2 Mikrofone und ein 8-Spur-Tonbandgerät. Das waren die Optionen, die wir hatten, um unsere Demo aufzunehmen. Das heißt, wir mussten die Mikrofone richtig über dem Schlagzeug positionieren, wir mussten alle unsere Parts gut können, wir mussten natürlich einen guten Song geschrieben haben und ein gutes Song-Arrangement. Und dann hatten wir ein kleines Mischpult, auf dem wir dann unseren Song zusammengemischt haben, mit eingebautem EQ, mit Treble, mit Low hat es da meistens gehabt, also nur 3 Drehregler und vielleicht ein bisschen Kompression. Damit mussten wir unsere Demos machen, mehr Möglichkeiten hatten wir nicht. Gehen wir zurück in die Gegenwart, in das Jahr 2019. Jetzt hast du ungefähr 1000 Mal oder eher noch 10.000 Mal so viele Möglichkeiten. Du hast extrem leistungsfähige Musikproduktionssoftware, du hast virtuelle Instrumente, die du programmieren kannst und du hast eine riesige Armada an Plugins zur Verfügung, die dir helfen, deine Musikproduktion von zu Hause aus auf ein professionelles Level zu bringen. Aber dieses Überangebot hat auch Nachteile. Der erste große Nachteil ist, dass du durch diese ganze Technik und durch diese ganzen Optionen schnell den Fokus auf das Wesentliche verlierst, nämlich gute Songs zu schreiben und gute Arrangements zu machen. Der zweite große Nachteil ist, dass du tatsächlich Zeit verlierst. Jetzt denkst du dir, warum Zeit verlieren? Ich habe doch heute viel mehr Optionen und diese ganzen neuen Plugins geben mir doch die Möglichkeit, das alles viel schneller zu machen als früher. Ja, das ist im Prinzip richtig, allerdings musst du für die ganzen Plugins, die du kaufst, diese Plugins musst du erst auch mal lernen. Du musst lernen, sie zu verstehen, du musst lernen, sie einzusetzen und du musst überlegen, welche Musikproduktionssoftware ist für mich die beste, welcher Kompressor ist für mich der beste, welches EQ-Plugin ist für mich das beste und das kostet dich wahnsinnig viel Zeit. Gehen wir nochmal 25 Jahre zurück. Wir hatten ein Mischpult, ein EQ, den eingebauten Kompressor und das war's. Das waren unsere Optionen. Also durch dieses Überangebot an Plugins, an Technologien, an Musikproduktionssoftware verlierst du letztendlich teilweise auch wirklich Zeit. Und deswegen ist es wichtig, deine Optionen zu limitieren, um den Fokus auf die wirklich wichtigen Dinge zu regeln. Teilweise hat man wirklich das Gefühl, es geht darum, einen schlechten, langweiligen Song mit extrem viel Technik und extrem viel ausgefuchsten Plugins zu kaschieren, als einen guten Song besser zu machen. Und deswegen halte ich es für so wichtig, deine Optionen zu limitieren, um den Fokus wirklich wieder auf das Wesentliche legen zu können. Deswegen möchte ich dir jetzt ein paar Tipps geben, wie du in 3 großen Bereichen der Musikproduktion deine Optionen limitieren und dadurch effektiver arbeiten kannst. Und das ist zum einen die Recording-Phase, zum anderen die Mixing-Phase und als letztes die eigentliche Songwriting- und Arrangement-Phase. Fangen wir mal an mit der Recording-Phase. Und da kannst du dich limitieren in den Takes. Das heißt, nimm nicht zu viele Takes auf. Wenn eine Sängerin oder ein Sänger zu mir kommt, lasse ich sie maximal 2 Takes einsingen. Und zwar lasse ich sie den Song von vorne bis hinten komplett durchsingen und das 2-mal. Danach suche ich mir die besten Parts dieser 2 Performances raus. Was ich oft sehe, ist, dass gerade bei Vocalproduktionen aber genau das Gegenteil gemacht wird. Es werden unglaublich viele Takes aufgenommen. Erst wird der Vers 4-mal aufgenommen, dann wird der Pre-Chorus 4-mal aufgenommen, dann wird der Chorus 8-mal aufgenommen. Teilweise wird noch eine einzelne Zeile, die besonders schwierig ist, öfter aufgenommen. Und das Ende vom Lied ist, dass du 38 Takes hast, die du jetzt als Produzent oder Engineer zusammenschnippeln musst für eine gute Vocal Performance. Ich mache das gleiche mit den Gitarren. Ich spiele mir 2 Takes ein und aus diesen 2 Takes schneide ich die Performance zusammen. Wenn ein besonders schwieriger Part dabei ist, kannst du auch über Punch-In den dann noch 1-2-mal einspielen lassen, aber das ist schon das höchste der Gefühle. Also limitiere dich in deinen Takes. Du hast danach eine Performance, ob es eine Vocal-Performance oder Gitarren-Performance oder was auch immer ist, die mehr aus einem Guss klingt, weil der Musiker einfach in den Parts besser drin ist und du sparst beim Editing nachher unglaublich viel Zeit, weil du nicht unzählig viele Takes hast, die du nachher zu einer Performance zusammenschneiden musst.
Bereich Nummer 2 ist das Mixing. Und hier gibt es drei große Unterbereiche, in denen du dich limitieren und dadurch effektiver arbeiten kannst. Zum einen kannst du dich in der Zeit limitieren, dann kannst du dich in deinen Tracks, also den Spuren, limitieren und dann kannst du dich in deinen Ins limitieren. Fangen wir mal mit der Zeit an. Setz dir auf jeden Fall immer eine Deadline, egal ob du Anfänger bist oder fortgeschritten. Setz dir immer eine Deadline und trag dir in deinen Kalender ein, wann du mit deinem Mix fertig sein möchtest. Wenn du zum Beispiel Mixing-Anfänger bist, fängst am Montag an zu mixen, sag am Donnerstag 12 Uhr muss dieser Mix fertig sein. Das hat einen riesigen Vorteil. Wenn du zum Beispiel mal wieder 30 Minuten an der Bassdrum rumhängst und die mischen möchtest und es wird einfach nicht so wirklich, wie du dir es vorstellst und du schaust auf die Uhr und du siehst, okay, 30 Minuten an der Bassdrum solo rumgemacht, ich muss aber in 2 Tagen mit dem Mix fertig sein, ich muss jetzt weitermachen, ich muss das Ding irgendwie zum Klingen bringen, ich kann das nachher nochmal im Gesamtmix versuchen zu verbessern, dann ist das schon mal ein riesiger Vorteil, denn du setzt dich selber unter diesen positiven Druck. Wenn du dir keine zeitliche Deadline setzt, dann wirst du für immer im Bassdrum-Solo-Land versauern, glaub mir. Der zweite Bereich, in dem du dich beim Mixing limitieren kannst, sind deine Spuren oder deine Tracks bzw. die Anzahl der Spuren. Es ist heutzutage teilweise echter Wahnsinn. Heutzutage in modernen Musikproduktionen haben wir bis von 75 bis 128 Tracks, was weiß ich wie viele, die kannst du in Musikmagazinen wie Sound on Sound oder Sound and Recording bestaunen. Da möchte ich dir die Frage stellen, bei wie vielen Spuren kannst du noch den Überblick behalten? Ich behaupte, dass gerade für einen Anfänger oder auch für einen Fortgeschrittenen, dass ein Projekt, das über 40 Spuren hat, schon eine Herausforderung ist. Wenn du smarter bist als ich und die Möglichkeit ist groß, dann kannst du wahrscheinlich den Überblick behalten bei einem Projekt, das auch 75 Spuren hat. Aber ich denke, es ist so, je mehr Spuren ein Projekt hat und wenn ein Projekt so viele Spuren hat, dann ist es wirklich schwierig, den Überblick zu bewahren. Und deswegen limitiere ich mich in meinen Tracks und dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen kannst du deine Tracks natürlich routen auf Aux-Basse und die somit nur über einen Bass oder über einen Auxiliary-Channel, eine Gruppenspur bearbeiten. Wenn ich zum Beispiel ein riesiges Projekt habe, wo ich jetzt 8 Backing-Vocals habe, dann route ich die auf einem Bus, bearbeite den nur auf diesem Bus als Einzelspur und ab dafür. Wenn ich 8 Gitarren habe oder viele gedoppelte Gitarren habe, route ich die auf einem Bus und versuche sie über eine Spur zu bearbeiten, sofern es möglich ist. Das gleiche kannst du auch mit den Drums machen. Ja? Wenn dir das möglich ist, dann route ähnliche Spuren auf einen Auxiliary Channel und bearbeite sie dort als Einzelspur, es sei denn, es ist gar nicht anders möglich. Oftmals ist es tatsächlich möglich und so kannst du deine Spuren schon mal zusammenschrumpfen und kannst es dir bei der Bearbeitung einfacher machen. Eine andere Möglichkeit ist einfach unnötige Spuren wegzulassen. Gerade bei Gitarristen kommt es oft vor, dass sie ihre Spuren doublen oder sogar trippeln oder sogar noch mehr, weil sie irgendwo im YouTube-Tutorial gesehen haben, wenn du eine fette Gitarrenwand willst, dann nimm so viele Gitarren wie möglich auf, dass du ein richtig fettes Gitarrenbrett bekommst. Das ist zum einen mal nicht richtig und zum anderen kostet es dich nach einer Nachbearbeitung auch wahnsinnig viel Zeit. Deswegen schalte Spuren stumm, die nicht wirklich nötig sind. Wenn du einen Rocksong hast und der Gitarrist hat die Gitarren getrippelt, dann probier erstmal die 2 Doppelungen zum Muten oder stumm zu schalten und dann nur diese 2 Einzelspuren zu bearbeiten und du wirst oft sehen, oftmals bekommst du schon durch eine Gitarre links, eine Gitarre rechts gepannt, einen fetten Sound raus, wenn du sie richtig bearbeitest. Die dritte Möglichkeit, dich beim Mixing zu limitieren, sind die Limitierung der Plugins. Ich habe teilweise das Gefühl, dass es ein Sport ist, wenn es ums Mixing geht, so viele Plugins wie möglich einzusetzen. Weil, ja, das ist teilweise auch verständlich, weil du ja, du hast dir die ganzen Plugins gekauft, die ganzen teuren Plugins und die möchtest du jetzt auch alle einsetzen. Aber genau das Gegenteil ist im Prinzip richtig. Versuche so wenig Plugins wie möglich einzusetzen. Sieh das Ganze doch einfach mal wie ein Spiel. Stell dir mal vor, du hättest nur ein Plugin zur Verfügung, du hättest nur ein EQ zur Verfügung und das wäre das einzige Plugin, mit dem du den ganzen Mix bearbeiten könntest. Wie könntest du es schaffen, den Mix hier richtig gut klingen zu lassen? Ich möchte jetzt damit nicht sagen, dass du nur ein Plugin benutzen solltest, um deinen Mix zu bearbeiten, aber ich lege dir trotzdem ans Herz, benutze so wenig Plugins wie möglich. Denn bedenke eines, je mehr Plugins du benutzt, desto unübersichtlicher wird deine Session und desto länger brauchst du auch.
Weil du musst ja schauen, ob diese ganzen Plugins auch wirklich gut zusammenarbeiten und ob alles passt. Und vielleicht kennst du dann eins von den neuen Glitzer-Plugins, die du gekauft hast, nicht gut. Und dann musst du dir nochmal die Bedienungsanleitung durchlesen und so weiter und so fort. Deswegen versuch lieber, weniger zu benutzen. Wenn ich in einer Mixing-Session bin und merke, dass sich meine Kanalzüge immer weiter und immer mehr mit Plugins füllen, dann gehe ich meistens mal einen Schritt zurück, schalte alle Plugins ab und wieder zu und überlege mir wirklich, habe ich den Song jetzt durch diese Plugins besser gemacht und durch die ganzen Effekte oder habe ich ihn einfach nur lauter und kreischiger gemacht? Was mich übrigens sehr interessieren würde ist, wie viele Plugins benutzt du durchschnittlich in einem Mix? Schau es dir mal bitte an und schreib es mir unten in die Kommentare. Das würde mich sehr interessieren, was dabei rauskommt. Also wie viele unterschiedliche Plugins benutzt du im Schnitt in einem Mix? Das würde mich interessieren, schreib es mir unten in die Kommentare und jetzt geht's weiter. Möglichkeit Nummer 3, deine Option zu limitieren, ist der Songwriting-Prozess oder der Songwriting- und Arranging-Prozess selber. Wenn du selber Songs schreibst an deiner DAW oder mit deiner Gitarre oder wie auch immer, dann hast du schon von Anfang an die Möglichkeit, das Arrangement zu optimieren und dich selber zu limitieren. Was ich damit meine ist, was ich oft sehe und den Fehler habe, mache ich oft auch selber, wenn ich Songs schreibe. Wenn du an deiner Digital Audio Workstation sitzt und einen Song schreiben möchtest, dann läufst du durch diese vielen Möglichkeiten sehr schnell in die Gefahr, dass du keinen guten Song schreiben möchtest oder dass du schon einen guten Song schreiben möchtest, aber dass du sehr schnell anfängst mit dem Sounddesign rumzuspielen, noch bevor dein Text fertig ist und dann probierst du nochmal einen neuen Synthesizer aus, den du dir gekauft hast, obwohl das Arrangement noch gar nicht sitzt. Und so weiter. Das heißt, es wird sehr, sehr schwierig, fokussiert zu bleiben beim Songwriting und dich auf einen guten Song und gute Hooklines zu konzentrieren, weil du so viele Möglichkeiten hast, rumzuspielen. Und auch das ist ein Problem. Da würde ich dir dringend raten und auch mir, weil das ist auch einer meiner Hauptprobleme, dich zu limitieren. Versuch dich mal nur mit deiner Gitarre richtig oldschool in die Ecke zu setzen. Versuch einen guten Song zu schreiben, einen guten Text dazu zu haben und erst dann das Arrangement dazu zu machen. Das Problem ist, wenn du 50 Tracks aufnehmen musst oder 50 Tracks oder Spuren brauchst, damit dein Song gut klingt, dann behaupte ich, dann stimmt irgendwas mit deinem Song schon nicht. Dann ist der Song einfach nicht gut, wenn du ihn mit so vielen Spuren und so vielen Effekten und so vielen anderen Elementen aufblasen musst. Merk dir bitte diese Daumenregel. Ein schlechter Song wird dadurch nicht besser, dass er professionell produziert ist. Das ist sehr wichtig, deswegen wiederhole ich es nochmal. Ein schlechter Song wird dadurch nicht besser, nur dass er professionell produziert ist. Merk dir das, es ist wirklich wichtig. Ein Gitarrist von einer Hardrock-Band, ich glaube es war der Gitarrist von Whitesnake, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, hat mal gesagt, also die machen Hardrock mit verzerrten Gitarren, hat gesagt, sie probieren einen Song immer erst nur mit dem Sänger und mit einer Gitarre, mit einer Akustikgitarre aus, obwohl es komisch klingt für eine Hardrock-Band. Und wenn der Song mit Akustikgitarre und Sänger gut klingt, dann ist es ein klares Anzeichen dafür, dass es auch wirklich ein guter Song ist. Und er hat gesagt, das ist vielleicht ein bisschen komisch für eine Hardrock-Band, aber es funktioniert tatsächlich. Also ein Song muss zunächst mal mit schmalstem und kleinstem Arrangement gut klingen, bevor du wirklich anfängst, ihn durch ein Arrangement aufzublasen. Und ich behaupte auch hier, dass 30, 40 Spuren, 30, 40 Instrumente im Arrangement absolut genügend sind, um einen guten Song zu schreiben. Und wenn du jetzt sagst, ja, aber für eine professionelle Musikproduktion nur 30 Spuren aufzunehmen, das ist viel zu wenig, dann behaupte ich, dann hast du es noch nie richtig probiert. Hör dir mal Aufnahmen, ältere Aufnahmen von The Police an, war sehr erfolgreich in 70er, Anfang 80er. Hör dir Aufnahmen an von Michael Jackson, der die 80er mehr oder weniger dominiert hat. Wenn du die Arrangements dieser Künstler hörst, die sind sehr, sehr dünn. Es spielen nicht sehr, sehr viel Elemente. Es sind ganz bestimmt keine 128 Spuren und die klingen trotzdem gut. Einfach weil sie gute Songs sind und weil sie sehr gut arrangiert sind. Und deswegen finde ich auch hier ist es sehr, sehr wichtig, limitiere deine Optionen schon im Songwriting und achte darauf, dass dein Song auch schon sehr gut klingt beim minimalsten Arrangement, also wenn du nur mit dem Piano oder mit deiner Gitarre deinen Gesang begleitest. Wenn du dich für das Thema Musikproduktion interessierst, dann empfehle ich dir auf jeden Fall dieses Video. Da erkläre ich dir die 12 wichtigsten Mixing-Tipps. Und wenn du dich dafür interessierst, wie du effektiver und schneller in der Musikproduktion arbeiten kannst, dann empfehle ich dir auf jeden Fall auch mein E-Book Speed Mixing. Das kannst du dir hier kostenlos runterladen. Das schenke ich dir. Da zeige ich dir, wie du effektiver, besser und schneller abmischen kannst. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben.
oben oder über neuen Abonnenten. Und wir sehen uns schon bald beim nächsten Video.